So ruhig der Wochenauftakt an den internationalen Börsen aufgrund der Feiertage in China, in Großbritannien und in den USA auch war. So lebendig war dann schon mal der Dienstag und ich kann Ihnen versprechen, am Mittwoch wird noch mehr los sein, denn der Datenkalender ist prall gefüllt. Kurzer Rückblick noch auf den Dienstag, denn die Inflationsdaten für Deutschland sind herausgekommen und interessanterweise ist die Preissteigerungsrate im Monat Mai auf 1,5% zurückgegangen im Vergleich zur Vorjahresperiode. Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 1,6% gerechnet. Aber die Energiepreise, die bewegen sich nicht mehr ganz so schnell nach oben wie noch in den vergangenen beiden Monaten. Im Vergleich jeweils zur Vorjahresperiode waren da die Energiepreise um mehr als 5% gestiegen, jetzt nur noch um 2%. Deswegen ist die insgesamt die Inflationsrate auch nicht mehr so deutlich geklettert und das bedeutet natürlich auch, dass der Druck nicht mehr so hoch ist, auf der Europäischen Zentralbank jetzt geldpolitisch irgendeinen Schnellschuss nun zu planen und deswegen sind Spekulationen auf eine baldige Straffung der Geldpolitik auch beiseite geschoben worden, zumal die Äußerungen von Mario Draghi am gestrigen Nachmittag in dieselbe Richtung gingen. Jetzt schauen wir uns mal die wichtigsten Konjunkturdaten an, die dann am Mittwoch, dem 31. Mai 2017 im Kalender stehen. Da geht es los um 1.50 Uhr in der Nacht mit der Industrieproduktion in Japan. Dann geht es weiter um 3 Uhr mit dem offiziellen Einkaufsmanager-Index für die Industrie, zeitgleich übrigens auch für den Dienstleistungssektor in China. Dann haben wir um 8 Uhr den Einzelhandelsumsatz in Deutschland im Monat April auf der Agenda stehen und um 9.55 Uhr die Entwicklung der Arbeitslosenzahl in Deutschland im Monat Mai. Da kommen dann die saisonbereinigten Daten. Um 11 Uhr am Vormittag gibt es die Entwicklung der Verbraucherpreise im Euroraum, die Inflationsrate auch nochmal für die gesamte Währungszone. Die Schätzungen gehen jetzt hier von einer Inflationsrate von 1,5% aus. Mal sehen, ob es tatsächlich so kommt. 15.45 Uhr kommt dann der Einkaufsmanager-Index für die Region Chicago und ganz wichtig am Abend um 20 Uhr das Spacebook der US-amerikanischen Notenbank, der Konjunkturbericht der Fed, also der mit Spannung erwartet wird.